Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Mit meinem Freund Tobias sitze ich noch immer an dem grünen Tisch. Ja, wie ihr seht, wir sind in die Zukunft gereist, haben euch etwas mitgebracht. Marty McFly ist wieder unterwegs, diesmal in der Lego-Dimension. Juhu. Mit dem DeLorean und dem Hoverboard. Ja, und seiner tollen E-Gitarre. Was ich merkwürdig finde, dass viele Spiele auf diese Szene eingehen. Klar, es ist eine wichtige Szene, aber irgendwie finde ich... Welche? Wo er auf der Bühne steht und E-Gitarre spielt. Das ist eine wichtige Szene, Schlüsselszene. Aber irgendwie, wenn man mich nach Zurück in die Zukunft fragt, ist das, glaube ich, nicht unbedingt das Erste, was mir einfällt zu dem Film. Was zeigt denn die kaputte Uhr? Ja, das Lego-Umwelt, wie sieht es denn mal aus? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Damit die nicht terratzt, ja. Um Alexi Bexi mal zu zitieren, what the fuck Umwelt? Ja, genau. Richtig. Also das hättet ihr euch echt wagen. Das gibt's doch nicht, als hätten die das vom Drittproduzenten machen lassen. Das kann natürlich auch sein. Und das krieg ich jetzt mal auf. Hast du da auch einen Profi? Ja, warte. What the fuck, Umwelt? Das fand ich auch so. Das fand ich auch so richtig toll. Wo er dann diese Karte rausholt. Richtig. Meine Herren. Wer tun wir den Kanal mal in den. Ja, wir können unter das Video mal gucken. Das eine Video. Das ist so witzig. Der Typ ist auch mal geil. Ja. Nintendo, why you no plug and play? Ich habe das Video so oft gesehen mittlerweile. Wobei sehr viel Kritik dabei steht in den Kommentaren. Ja. Kritik gibt's immer. Vor allem bei so vielen Abonnenten. Ja, wobei es geht halt darum, dass er das sehr, sehr subjektiv beschreibt. Ich weiß nicht, du kannst ja ein bisschen mitreden. Er sagt ja zum Beispiel, dass die Lüfter unheimlich laut wären. Und viele Nutzer... Fand ich nicht. Viele Nutzer sagen tatsächlich, das ist Bullshit. Wenn man es rausnimmt aus dem Dock, klar hört man die Lüfter, weil es sich erst abschalten muss und alles. Ist ja auch Akkuleistung von betroffen. Und also für alle, die den Zug nicht mitgekriegt haben, wir sind gerade bei der Switch wieder. Richtig. Thematisch und viele kritisieren das, dass er da so drauf rumreitet auf dieses Thema und dass er die Konsole schlechter redet, als wie sie wirklich ist. Gut, er hat auch dieses Ruckeln noch drin, das war wahrscheinlich vor dem Update noch. Das war vor dem Update, ja. Wow. Okay. Das erstaunt mich halt immer wieder, dass er da so. Aber was du ja bestätigen kannst, ist, dass die Konsole im Handheld-Modus relativ warm wird. Ja, die wird doch richtig schön warm, ja. Schön muckelig warm. Oh, ist ja nicht Schlimmes. Wie sieht das aus mit dem Akku, wenn du da am Zelda zocken bist, beispielsweise? Ja, bis jetzt habe ich ja nur im Docking. Doch, meistens. Ja. Nimmst du nicht mit zur Arbeit wie dein Kollege? Nee. Ich glaube, dafür ist sie auch zu wertvoll so, ne? Jetzt vom Anschaffungswert her und alles. Wenn ich mit dem Zug fahren würde, würde ich auch die mitnehmen, aber so. Auto lohnt sich halt kaum, weil das sind 10 Minuten. Für die Stunde. Lohnt sich nicht. Für Zelda lohnt sich das nicht. Du bist gerade einen Meter gegangen. Ja, genau. Oh, Dialog, scheiße. Ich muss ja sagen. Mario Kart würde sich auf. Bietet sich an zum Beispiel. Also, ne? Ich würde dieses Mario Kart im Handheld-Modus gerne mal zu zweit austesten, wie das mit diesen Joy-Cons ist. Weil auch das redet er sehr schlecht. Ob das tatsächlich so schlecht ist. Ja, bald habe ich es. Also kann man gar nicht bald machen. Hast du schon bestellt, oder? Er ist auf der nächsten Liste, beim nächsten Lohn sozusagen. Ja. Kannst du jetzt quasi jeden Monat ein Spiel, ja, so wie sie kommen quasi. Ich weiß gar nicht, was ist. Splatoon kommt nächsten Monat, glaube ich. Oder ist das diesen Monat? Diesen Monat, so. Dann haben wir jetzt die E3 nächste Woche. Ja.
Und wenn da nichts kommt, dann weiß ich es aber auch nicht. Gut, Mario werden sie zeigen, haben sie schon gesagt. Er wird wohl auch anspielbar sein. Ne? Meinst du? Ja, haben sie gesagt. Ich finde es nur schade, dass die selber keine Präsentation mehr live zeigen. Also die sind ja nicht da, die machen einen Direct, die haben zwar ihre Stände da, aber es gibt keine Live-Präsentation, wie sie beispielsweise Sony und Microsoft machen. Angeblich, weil sie diesen Effekt von der Präsentation von Skyward Sword nicht wiederholen wollten, weil das war ziemlich in die Hose gegangen ist. Was ich verstehen kann. Ich kann das gut nachvollziehen. Also nicht, dass es in die Hose ging, sondern dass die das nicht nochmal wollen. Mhm. Weil ich habe es gespielt. Und das hat gereicht. Das eine Mal. Ja, so. Ja, es gibt halt so ein paar Spiele, das muss man nicht nochmal haben. Und das ist, glaube ich, zu lang, ne? Da gibt es auch kürzere, oder? Ne, das ist auch so lang. Muss ich das so weit durchgehen? Was geht? Ja, da gibt es keine anderen Stangen oder so. Ich kann gerade überlegen, was ich hier falsch mache. Oder muss das so? Ach, das muss so. Irgendwie. Ja, genau. Gucken, was draus wird. Das mache ich doch nochmal, genau. Ne, bei diesem Mario Kart würde mich halt interessieren, wenn du die Joy-Cons einzeln in der Hand hast. Der sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht auch irgendwie falsch aus. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas habe ich da. Weil das ist ja dann nicht dran. Da oben. Ach so, das ist der Knackpunkt gewesen. Ich habe die falsche Ecke genommen, siehst du? Ich habe nur irgendeinen Haken gesehen und nehme dann den falschen. Ja, nicht schlimm. So, Meister, ich habe schon wieder versagt. Den DeLorean haben wir einen groß aufgebaut, da haben wir auch ein bisschen gebraucht, weiß ich noch. Also. Ja, das stimmt. Der steht auch drüben im Regal, wo er hingehört. Wobei ich da ein bisschen umgeräumt habe. Also jetzt nicht wegen dem DeLorean, sondern aus anderen Gründen. Da waren die Hörbücher noch, aber die brauche ich ja nur mehr im Schlafzimmer als da. Also habe ich die Hörbücher rübergenommen. Jetzt habe ich wieder Platz für neue Boxen. Ah. Sehr gut. Außerdem musste ich Breath of the Wild irgendwo unterbringen. Das ist ja so ein Riesenkarton. Mal gucken, was da noch kommt in Zukunft. Ja, es wird sehr spannend. Aber ich kann nicht aufhören, mir diese Serien zu holen, die ich damals als Kind gerne auf DVD. Ja. Weil ich mir irgendwie denke, im Fernsehen laufen sie so Knight Rider und so, habe ich zum Beispiel mittlerweile. Wobei ich wirklich nie nachvollziehen kann, warum die erste Folge auf DVD 7 ist. Das ist ein bisschen strange. Aber alles andere ist in der richtigen Reihenfolge. Nur die erste Folge. Also Pilotteil ist in zwei Folgen, aber trotzdem. Nee, da muss noch eine zweite Platte drauf. Oh yeah. Aufpassen. Aufpassen. Was? Nicht lang labere, direkt usnocker. Geil. Der sieht ja stark aus. Boah, vor allem, wie lange wir gewonnen haben, wir den Großen und wie schnell so ein Kleiner geht. Vor allem, wie süß. Das sieht echt geil. Und unkompliziert. Man mag nicht meinen, was da für Technik steckt. Ja, aber richtig. Ich hole mal kurz etwas Plutonium. Ja, genau. Reisen wir mal in die Zukunft. Das ist die Frage, wo reisen wir denn hin? Ja, genau, will ich es ja. Ein Jahr wird mir schon reichen, um zu wissen, ob das, was ich mir so vornehme, alles so klappt. Ja, richtig. Aber ja, man überlegt, das halbe Jahr ist auch schon wieder rum jetzt. Das ist immer so heftig, ey. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schneller geht die Zeit vorbei. Ja, das Gefühl hat man auch. So als Kind ist das erst so gar nicht aufgefallen. Da hat man das auch nicht so thematisiert, glaube ich. Aber man hatte ja Zeit, man konnte spielen. Heutzutage kommen die Kinder ja nicht mal mehr zum Spielen durch ganzen Schulstress. Ja, was traurig ist. Ja.
Es hätte schon wieder Abi-Prüfungen mit Problemen gegeben. Ja, habe ich auch mitgekriegt. Das ist doch, wenn selbst die Dozenten oder Lehrer damit nicht klarkommen, wie sonst dann die Kinder können, ey. Ja. Sollen wir überlegen, was denen so abverlangt wird heute. Also ich bin froh, dass ich in der Zeit in der Schule war, wo das alles noch relativ locker war. Relativ, genau. Ja, im Sinne von, du bist auch noch Kind, nicht nur Schüler. Zweimal. Jetzt hast du die Fähnchen verkehrt rum. Zweimal. Ja, aber du musst die in dieselbe Richtung machen. Zweimal. Meine Segel durften auch nicht in verschiedene Richtungen sein, ja? Ja, richtig. Also, bitte. Zweimal. Zweimal Döner-Teller, bitte. Bitteschön. Bist du fertig? Nein, warum nicht? Zweimal. Ich hoffe, das Mikrofon macht heute vernünftig mit. Ich glaube, es hat mittlerweile den ersten Aussetzer. Ich wollte die Batterie mal getauscht haben. Hatten wir doch beim letzten. Bei Prinzip soweit. Aber da gab es auch wieder Probleme, oder? Ja. Ich meine, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr. Guck mal, jetzt wo Sommer ist, hört man den Kühlschrank richtig. Zweimal! Ist ja gut. Ja, mach! So, kriege ich alles wieder, ne? Ja, natürlich. Alles wieder. Du weißt doch, wie es läuft hier. Einmal! Das wird so richtig angeleuchtet dann, ne? Oder? So. Ja, wenn man es mit Strom versehen würde, schon. Komm, wir bauen uns da Strom dran. Kannst du ja machen, von Lego gab es ja damals. Von Lego Technik. Lego Technik, ja. Leute. Damit habe ich immer meine Karussells beleuchtet. Ja, ja, lange ist her. Ach, die 2 Jahre. Ja, genau. Aber ich könnte mich in den Arsch beißen, dass ich den Scheiß damals für Apple und ein Ei verkauft habe. Ja, nur. Das ist genau wie den Nintendo-Kram. Ja, richtig. Nicht nur wegen des Werts, sondern wenn ich es heute wieder beschaffen würde, wäre ich ein Vermögen los. So ist es. Marty, DeLorean, Hoverboard. Ja. Alles, was ein Zeitreisender braucht heutzutage. So ist es. Ja, cool. Das ist auch schön. Bin mal gespannt, wie gesagt, aufs Level. Was man da durchspielt überhaupt. Welchen Teil oder ob man alle 3 Teile. Alles in Kurzfassung. Wahrscheinlich geht es einmal darum, den Strom ins Auto zu leiten, von der Uhr aus. Mhm. Dann den Zug. Den Zug, ja. Und im dritten, ach nee, das war der zweite Teil. Zweite Teil? Tja, zweite Teil. Zweite Teil, hm. Schwierig. Ja, da reisen sie ja öfter. Mhm. Sonst reisen sie immer nur einmal. Das stimmt, zweite Teil reisen so viel. Ein Kampf mit Biff oder so. In seinem Hochhaus da. Mhm. Oder du hast dann sein Casino, das du dann kaputt machen musst oder so. Ja, bin gespannt. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Oder man rockt hier, da ist die Bühne. Ja, kann auch sein. Wo wir wieder bei denen werden. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis in die Zukunft.